Yo Smasher und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, warum Hero meiner Meinung nach auf jeden Fall vom Competitive Smash gebannt werden sollte. Ich finde es eigentlich immer ziemlich heftig, einen Charakter zu bannen und war auch noch nie dafür, irgendeinen Charakter zu bannen. Aber bei Hero muss ich sagen, ich habe das Vorstellungsvideo mit Sakurai gesehen und war nicht überzeugt von dem, was ich gesehen habe. Mir hat das echt gar nicht gefallen und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich schon gehofft, dass es halt entweder nicht so schlimm ist und irgendwie keine Rolle spielt, was ich mir aber nicht so richtig vorstellen konnte oder ehrlich gesagt schon auf einen Bann gehofft habe. Auch wenn ich mir da noch nicht so richtig sicher war, weil der Charakter war noch nicht mal draußen und vor einem Release zu sagen, dass ein Charakter gebannt werden soll, ist natürlich Quatsch. Aber es ist bereits passiert. In Südaustralien ist Hero bereits von Turnieren gebannt und ich finde das eine sehr gute Sache. Reden wir erstmal insgesamt über Hero. Der Charakter macht super viel Spaß zu spielen, würde ich behaupten. Sieht natürlich vielleicht auch jemand anders, aber ich würde schon sagen. Und es macht eigentlich auch Spaß, gegen Hero zu spielen. Aber nur solange es eben um nichts geht und es nicht unbedingt wichtig ist, was jetzt die Ergebnisse der einzelnen Matches sind. Denn Hero hat so ein paar Mechaniken, die zufällig sind. Und das ist das große Problem mit dem Charakter. Das sind potenzielle Crits auf seinen Smash Attacks. Und ich denke, für die Bann-Debatte spielt es gar nicht so eine große Rolle, welche Wahrscheinlichkeit sie haben. Aber sie haben eine Wahrscheinlichkeit von einem Achtel, was meiner Meinung nach ziemlich ungünstig ist, weil das bedeutet, dass es nicht konsistent ist. Wenn man sagt, es ist 50-50, dann ist es ja ein konstanteres, auch über weniger Matches Ergebnis, aber gerade bei einem Achtel muss man halt davon ausgehen, dass es in Sets passiert. Aber es ist nichts, wo man sagen kann, ja okay, es ist ja aber ziemlich wahrscheinlich, dass das jetzt zum Beispiel 2 von 3 mal crittet oder 3 von 3 mal ist auch nicht super abwegig oder sowas. Also ein Achtel, finde ich, ist eine tendenziell ziemlich problematische Wahrscheinlichkeit für sowas, aber ich denke, das ist gar nicht so relevant für die letztliche Bann-Debatte. Dann sein Down-B natürlich. Welche Moves er auswählen kann, ist nicht komplett random. Also man weiß ja zum Beispiel schon, dass Zoom wahrscheinlicher kommt, wenn man eben offstage ist, dass Metal Slash wahrscheinlicher kommt, wenn man einen Metallgegner vor sich hat, falls ihr nicht genau wisst, was das jetzt bedeutet. Nicht ganz so wichtig. Wichtig zu wissen, es ist random, welche Moves auftauchen und auch wenn die Wahrscheinlichkeiten sich an die Situation im Spiel anpassen und es vielleicht auch noch nicht hundertprozentig gelabt ist, es ist und bleibt zufällig, ob bestimmte Moves auftauchen oder nicht und das ist ein Problem. Dann gibt es Wag und Track, das sind zwei Moves, die sind sehr schwach, ich glaube Wag macht irgendwie ungefähr 1 Schaden und Track ungefähr 3, was nicht stark ist, gerade weil sie auch einiges an MP verbrauchen, aber das Problem an den Moves ist, die können dich random killen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, je mehr Schaden du hast, aber sie können dich durchaus auch mal auf 0 killen. Und ich habe auf Twitter schon von irgendeinem Turnier einen Clip gesehen, dass das passiert ist. In einem Grand Final. Und das ist halt echt nicht so geil. Aber auch darauf kommen wir später zurück. Und dann als letztes noch Hokus Pokus, was auch noch eine random Mechanik hat. Das ist komplett random, das kann einen zufälligen Move ausführen, das kann einen positiven Effekt haben, wie dass man unverwundbar wird, dass man groß wird, dass man unsichtbar wird. Das kann auch einen negativen Effekt haben, dass man klein wird, dass man seine ganzen MP verliert, dass man sich selbst vergiftet und Schaden nimmt, dass man eine Blume auf den Kopf bekommt und Schaden nimmt, dass man einschläft. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, was da passieren kann und das ist halt auch komplett random. Es ist zwar tendenziell eher schlecht, was dort passiert, aber das ist meiner Meinung nach auch nicht zu relevant, sofern man nicht sagen kann, dass es halt einfach nie gedrückt wird, aber ich würde nicht behaupten, dass es einfach nicht gedrückt wird, weil durchaus auch Leute mal, gerade wenn sie gegen einen besseren Spieler oder so gehen, für eine geringere Chance gehen und Hokus Pokus kann schon viel Bullshit machen. Auch mit dem Spieler, der es drückt, was ja auch nicht unbedingt gut ist, selbst wenn er, wenn man da sagen kann, der ist selbst schuld. Dann, mein großes Problem ist, an den Zufallssachen, gerade welche Moves im Down-B auftauchen, hat halt einfach einen massiven Einfluss auf den Spielverlauf. Du bekommst zum Beispiel Magic Burst in einer Situation, wo der Gegner covern muss und keine Chance hat, dort drumherum zu spielen, hast du halt einen Kill. Genauso gut hätte es aber auch passieren können, dass du zum Beispiel Flame Slash bekommst, bekommst die Chance zu 2-Frame, ist kein freier Kill, ist schwieriger. Kann der Gegner vorbeikommen, wenn du es nicht gut machst oder wenn er ein gutes Mix-Up macht, ist auf jeden Fall nicht mehr free.
Oder du bekommst halt trotzdem den Kill. Oder du bekommst vielleicht gar nichts, was dir hilft. Du bekommst vielleicht sowas wie Wag, Snooze, was du auch zum Ledge-Trappen dann benutzen kannst, aber das ist ja dann schon weiter. Bounce in einem Matchup, wo es vielleicht nichts bringt, und Zoom. Snooze kann man vielleicht auch durch irgendwas wie Keklang oder so austauschen oder Metal Slash oder so. Also auf jeden Fall bekommst du nichts, was du sinnvoll zum Two-Frame oder Edge Garden verwenden kannst in der Situation, und bekommst halt einfach gar nichts. Hättest du genau das gleiche gemacht in anderen Situationen, also in derselben Situation, hättest du stattdessen auch einen Kill bekommen können. Und keiner der beiden Spieler hat irgendwas gut oder schlecht dafür gemacht. Ähnliche Situation mit Zoom. Du bist im Disadvantage, willst recovern und bekommst Zoom nicht. Der Gegner edgeguardet dich und du stirbst. Du hast aber zweimal versucht, Zoom zu bekommen, und du hast eine relativ gute Chance, das zu bekommen. Aber es kann halt durchaus passieren, dass es nicht kommt. Hat meinen Kill. Oder Zoom kommt und du bekommst keinen Kill. Solche Sachen entscheiden halt einfach wirklich, wie es auch bei der Begründung des Bans in Südost reingeschrieben wurde, über ganze Stocks. Ein Crit. Du machst vielleicht diesen, zum, ich weiß gar nicht, was das war, näher Up-Smash-Confirm oder so, und killst den Gegner auf 30 mit dem Crit. Oder der Gegner ist halt nach dem Up-Smash auf, ich weiß nicht, wie viel der macht, 50 oder so. Was halt schon auch mehr oder weniger über den Stock entscheidet war, ob du jetzt auf 50 bist nach einer Combo oder ob du deinen kompletten Stock verlierst, ist ja ein massiver Unterschied. Dann die vier Power-Ups: Psy-Sharp, Bounce, Accelerate und Oomph. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass man ein Power-Up bekommt von den Vieren, wenn man ein, zweimal rerollt im Neutral, was irgendwo Konstanz hinzufügt, kann man sagen, aber es macht ja durchaus einen relevanten Unterschied für den Spielverlauf, ob mein Charakter auf einmal super schnell ist, ob mein nächster Move super stark ist, ob ich Projektile automatisch reflektiere oder ob ich für eine Zeit stärker bin. Das macht ja einen riesen Unterschied. Und alternativ könnte man auch vielleicht auch noch in die Situation kommen, solche Sachen zu stacken oder keins davon zu bekommen. Und das ist zwar reactable, diese Boosts, aber dennoch ist es gerade in Matchups wie Duck Hunt gegen Hero unglaublich spielentscheidend, wenn, ob man jetzt zum Beispiel den Bounce bekommt in Situationen, wo es einem im Neutral hilft, oder in jedem Matchup, ob man jetzt vielleicht Umf oder Psy-Sharp oder beides bekommt, um leichter zu killen. Ob man das vielleicht noch durch Glück mit einem Crit zu einem Shield Break machen kann, solche Sachen. Das ist random und das entscheidet einfach super viel. Und die Situationen, in denen sowas entscheidet, gerade die drei Beispiele, treten einfach super oft aus. Snooze würde ich da vielleicht auch noch als Beispiel nehmen. Snooze ist da so eine Sache, man kann dort relativ gut drumherum spielen. Einfacher als gegen Zoom und Magic Burst oder die Power-Ups zu verhindern, aber Snooze ist halt auch sehr stark. Und in manchen Situationen ist es eben auch nicht so einfach, um Snooze drumherum zu spielen. Gerade wenn man bedenkt, und ich finde, das sollte bei der Debatte durchaus in Erwägung gezogen werden, dass ein Hero-Spieler logischerweise viel schneller die Namen erfassen kann, die dastehen, als sein Gegenspieler. Einfach weil er natürlich die ganze Zeit den Charakter spielt und auf den ersten Blick die Wörter an einzelnen Buchstaben erkennt. Das kann der Gegner gar nicht können. Das kann man natürlich sagen, ja, das ist Matchup-Experience und das stimmt auch. Aber es ist rein logisch, das ist so ein bisschen wie in Brawl, Salem's Item Play, wenn das jemand kennt. Theoretisch kann man genauso mit den Items spielen, aber der clevere Play war es meistens eher, die Items einfach offstage zu schmeißen, weil Salem macht das immer. Der ist natürlich besser in der Sache. Das finde ich witzig, dass Salem da jetzt das Beispiel ist, weil der auch Hero spielt. Also, das muss man auch bedenken. Das bedeutet, man kann durchaus überrascht werden von solchen Sachen, und da ist Snooze natürlich stark, aber das ist meiner Meinung nach auch nicht so wichtig, ob die Sachen jetzt, also ob die random Sachen stark sind, ist schon wichtig, aber ob die Charaktere im Endeffekt so stark sind. Wo wir auch schon beim nächsten sind mit dem Erfassen von den Namen, hat man halt zusätzlich noch so ein Sprachproblem. Das ist meiner Meinung nach nicht ein Grund, den Charakter zu bannen, auf gar keinen Fall. Aber es ist ein Problem, was man nicht haben muss. Wenn so viele Sachen für einen Bann sprechen, kann man auch sagen, okay, dann müssen wir uns nicht einfallen lassen, wie wir mit diesem riesen Sprachproblem, was ja durchaus die Szene immer auf ihre Bereiche mehr begrenzt, wie man das vielleicht einfach nicht haben kann. Dann würde ich das gerne noch mit den anderen RNG-Sachen im Spiel vergleichen. Peach's Turnips. Bei Peach's Turnips ist es so, dass die auch dummen RNG haben, aber es hat auch nie jemand gesagt, dass die geil sind. Der Grund, warum man Peach nicht bannt, aber Hero bannen sollte, meiner Meinung nach, ist, dass Peach hat ein normales Ergebnis. Und in den meisten Matches läuft Peaches Turn-Up einfach so, wie es sein soll.
Du kriegst den normalen Turn-up, du kannst damit spielen. Und wenn, gerade wenn dein Gegner dir viel Zeit nimmt, gibt, hast du halt schon auch eine Chance, sowas wie ein Stitch Fails oder ein Bob-Omb oder ein Mr. Saturn zu bekommen, die alle dann natürlich den Spielverlauf beeinflussen, aber deutlich seltener sind und zumindest bleibt der Counterplay in großen Teilen unverändert. Ja, in Mr. Saturn muss man anders counterplayen als die normalen Stitch Phases und auch bei einem Bob-Omb verändern sich ein paar Sachen, aber gut, und Stitch Phase macht mehr Shield Damage, also der Counterplay ist nicht ganz unverändert, aber im Groben und Ganzen hast du immer dieselbe Art von Projektil, um die du drumherum spielen kannst. Also Peachs Turnips sind durchaus auch ein bisschen problematisch mit dem RNG, aber du hast jetzt nicht so, dass du ständig in Situationen kommst, wo halt wirklich mehrere Szenarios realistisch sind mit einer guten Chance und regelmäßig auftreten können und alle in Erwägung gezogen werden müssen und vielleicht dann wirklich, ohne dass man was davon beeinflussen kann, komplett über Stocks entscheiden. Gerade Zoom finde ich halt sehr dramatisch und Magic Burst. Das sind die beiden Sachen, die meiner Meinung nach am problematischsten und Crits vielleicht bei der ganzen Sache sind. Also, da würde ich einfach sagen, ist Peach nicht ganz so schlimm, weil einfach solche Sachen viel häufiger bei Hero auftreten. Bei Hero hast du das in jedem Match. Das ist fast schon unumgänglich. Wenn Hero offstage ist, hast du die Situation, ob Zoom kommt oder nicht. Wenn Hero dich offstage hat, ist es nun mal einer seiner besten Plays, das Menü zu öffnen und zu schauen, was er bekommt. Und da kann halt Magic Burst sein oder ein Slash, der ihm vielleicht hilft mit Flame Slash oder so. Das ist halt einfach viable und das passiert halt einfach ständig. Im Neutral natürlich fischt er für Boosts und natürlich verändern diese Boosts jedes Mal den Spielverlauf. Dann machen wir mal weiter mit Game & Watches Hammer. Game & Watches Hammer ist so ähnlich wie Crits, würde ich sagen. Man kann es vielleicht auch ein bisschen mit Hokus Pokus vergleichen, aber ich würde es eher mit den Crits vergleichen. Weil du musst einen identischen Move landen, aber du kannst durch Glück einen verschiedenen Reward kriegen. Und ich würde sagen, da ist Mr. Game & Watch vielleicht sogar schlimmer als Hero. Aber Hero hat halt noch die andere Sache. Da würde ich sagen, weil das Ding bei Hero ist halt, du kriegst halt entweder einen guten Reward oder einen krassen Reward. Bei Game & Watch kannst du halt sehr viele verschiedene Sachen kriegen. Also das würde ich sagen, ist fast schon genauso dämlich. Aber bei Game & Watch ist es halt ein Move, der nicht so leicht zu landen ist. Du hast den zwar in der Combo und die Combo ist super dumm. Aber das hat Hero auch. Und das killt auch nur, wenn er Glück hat. Bei Game & Watch ist es 1 zu 9, beziehungsweise er kann nicht zweimal dieselbe Zahl bekommen, also es ist auch 1 zu 8, die 9 zu bekommen und die anderen Zahlen sind jetzt nicht so relevant vom Unterschied her. Und bei Hero ist es auch 1 zu 8, also ich würde sagen, gleich dumm, vielleicht Game & Watch ein bisschen dümmer, aber wie gesagt, ich finde die Crits sind nicht unbedingt der Grund, warum ich den Charakter gebannt sehe. Es ist eher die Random Moves aufs Down-B, besonders die Art von Random Moves. Dann Luigi Misfire. Luigi Misfire sehe ich auch als ein Problem an. Das drückt man nicht im Neutral. Deswegen Random Misfire im Neutral würde ich einfach mal ignorieren, weil es keinen relevanten Einfluss aufs Spielgeschehen hat. Besonders nicht auf hohem Level. Was ich aber als ein Problem sehe, ist Misfire Recovery. Das ist mindestens so dämlich wie Zoom, weil du kannst dadurch zurückkommen. Random. Wenn du eigentlich tot wärst, du kannst vielleicht sogar noch den Gegner, der versucht dich zu gimpen und das vielleicht auch erfolgreich gemacht hätte, random killen durch Misfire und das ist auch super dumm. Also Misfire ist tatsächlich ähnlich dumm wie Zoom. Aber das Ding, was ich halt sehe, wir haben quasi eine Sache, die dümmer ist als Turnips mit random Effekten, die wesentlich stärker variieren. Gerade die Projektile, vergleichen wir mal nur die Projektile. Wir haben quasi random Projektile, die viel stärker in den Unterschieden und schwerer zu reacten sind als Peach's Turnips. Wir haben Crits, die ungefähr genauso dumm sind wie Game & Watch's Hammer. Und wir haben Recovery, die doch ungefähr so dumm ist wie Luigi's Misfire. Also Luigi's Misfire ist nicht ganz so dumm. Da kommen jetzt noch obendrauf Random Boosts und Hokus Pokus. Das ist schon eine Menge. Stellt euch mal vor, das ganze dumme RNG, was es bisher gibt, auf einen Charakter geklatscht und noch mehr obendrauf. Das ist Hero.
dann vergleichen wir das mit Bayonetta. Bayonetta gab es auch eine Banndebatte und ich bin nicht dafür, Bayonetta zu bannen. Beziehungsweise inzwischen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht Smash 4 gut tun würde. Ich hätte nicht unbedingt ein Problem damit, aber ich war nie wirklich dafür, Bayonetta zu bannen. Wieso nicht? Bayonetta ist ein Charakter, der ist konstant. Der ist wirklich gut, aber der macht konstant immer das Gleiche. Man kann natürlich das Matchup lernen, da hat man weniger Probleme mit dem Charakter. Und der Charakter war halt einfach nur zu stark. Aber man hat zum Beispiel auch bei Isam gesehen, der war gut gegen Bayonetta. Und solange nicht alle Leute so spielen wie Isam, also ich finde, Isam ist der Einzige, der wirklich einen Anspruch darauf gehabt hätte zu claimen, Bayonetta müsste gebannt werden, weil er das Matchup halt erfolgreich spielen konnte. Und deswegen denke ich, dass Bayonetta vielleicht zu stark war, vielleicht aber auch nicht, und da muss man die Meta sich entwickeln lassen. Aber bei RNG braucht man keine neuen Erkenntnisse. Ich weiß, dass es Counterplay zu den ganzen Sachen gibt, aber es gibt zu jedem Charakter Counterplay, aber die einfache Tatsache, dass Sachen zufällig passieren und dass der Spielverlauf sich zufällig verändert, bleibt ein Problem, egal wie viel Counterplay man hat, egal wie gut man in dem Matchup ist. Wenn der Gegner genauso gut im umgekehrten Matchup ist, du kommst doch wieder auf RNG heraus. Also ich denke auch nicht, dass der Charakter sonderlich stark ist. Aber das Problem ist, wenn der Charakter in einem Match beteiligt ist und das Match relativ knapp ist, macht RNG den Unterschied. RNG macht dort eher den Unterschied als eine Tagesform oder ein, zwei konkrete Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Das macht dann halt einfach mal einen kleineren Unterschied als RNG und das ist nicht okay. Denn gerade wenn man ein höheres Level erreicht hat, sind es dann nur noch die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Wenn ein solider Spieler gegen einen Top-Spieler spielt, sind es halt einfach die Sachen, dass der Top-Spieler ein bisschen mehr Erfahrung hat, ein bisschen genauer weiß, in welchen Zonen er sein muss, vielleicht ein bisschen besseres Spacing hat, vielleicht ein bisschen schneller die Habits vom Gegner findet, ein bisschen schneller adaptet, solche Sachen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die natürlich ein Match entscheiden können. Aber wenn da so ein großer RNG-Faktor ist, macht der halt einfach mehr aus als diese Kleinigkeiten. Das bedeutet, wenn zwei Spieler auf einem vergleichbaren Skill-Level gegeneinander spielen, ist das RNG ein größerer Faktor, als wer besser spielt. Und das ist nicht okay. Das ist ein großes Problem. Und allgemein, Upsets sind meistens für einen Turnierverlauf nicht so geil. Wenn jemand sich ein Upset verdient, indem er einfach richtig gut gegen seinen Gegner spielt, sich vielleicht vorbereitet hat, vielleicht das Matchup extra geübt hat oder einfach nur richtig gut spielt, die Nerven bewahrt, dann ist das ein verdientes Upset und das sollte es natürlich auch geben. Schon allein, weil es gar nicht zu vermeiden ist und es ist auch Hype meistens, das ist eine schöne Sache, aber bei Hero ist das Problem, wenn man jetzt durchaus ein kompetenter Spieler ist, und man ist vielleicht ein bisschen niedrig gesiedelt, weil man vielleicht in den letzten Turnieren in den entscheidenden Situationen Pech hatte und deswegen nicht so hoch angesehen wird, aber tatsächlich doch nicht so schlecht ist und dann muss man gegen den Spieler spielen, der sehr hoch gesiedelt ist und man ist eigentlich gar nicht so viel schlechter als der Spieler, als wie das der Seed vielleicht vorsieht und dann gewinnt man, weil man viel Glück hat und eben auch nicht so schlecht ist. Man wird nicht sein Gesicht über den Controller rollen und gewinnen. Aber wenn man halt weiß, was man tut und allgemein nicht so schlecht in dem Spiel ist, kann man halt einen Spieler besiegen, der doch ein Stück besser ist mit dem Charakter. Und wenn das passiert, hat man dann halt das Problem, dieser Spieler, der verloren hat, obwohl er besser war vielleicht auch, ist dann im Losers Bracket, hat vielleicht trotzdem einen guten Tag. Und die Spieler, die dann ins Losers Bracket kommen, die müssen dann halt gegen diesen Spieler ran, fliegen wahrscheinlich raus. Weshalb das eben für die Mid-Level-Spieler und Low-Level-Spieler nicht die schönste Turniererfahrung ist, einer der Gründe, warum man Seeding macht. Dann hat man natürlich auch das Problem, dass vielleicht manche Spieler dann gegen den Hero spielen müssen und der dann in den Sets vielleicht nicht so viel Glück hat und dann müssen die viel weniger Work machen, um in die weiteren Runden zu kommen und ein Turnier ist ja auch immer eine Sache von Mental Resources, dann sind sie vielleicht zusätzlich da nur dadurch noch in Winner's Side geblieben, wobei sie vielleicht stattdessen in Loser's Side wären, kommen dann vielleicht noch weiter, sind dann mental noch ein bisschen lockerer und haben dann einfach einen mentalen Vorteil gegenüber den anderen Spielern, die bei dem Turnier dabei sind und haben dann einfach quasi eine bessere Chance zu gewinnen, anders einfach nur, weil ein
entscheidende Set für den Turnierverlauf durch RNG entschieden wurde. Und das fällt dann vielleicht auch gar nicht so auf, weil der eine Pro, der das Upset kassiert hat, der macht vielleicht noch einen guten Losers Run, kommt vielleicht noch weit, aber nicht so weit, wie er ansonsten gekommen wäre, weil er eben die ganze Zeit aufpassen muss, dass er ja kein Set mehr droppt, ja kein Upset kassiert, vielleicht auch gegen andere starke Spieler dran muss. Andere Spieler wiederum können sich ein bisschen mehr mentale Ressourcen aufheben, was durchaus sehr relevant für ein Turnier ist. Also du veränderst das Turnierergebnis auf eine Weise, die nicht unbedingt fair ist. Das passiert zwar auch bei anderen Upsets, aber die anderen Upsets hat sich ein Spieler verdient. Und das zeigt ja auch, dass der Spieler dann zumindest auch auf dem Level ist, dass er solche Spieler besiegen kann und die müssen ihn ernst nehmen. Und der andere Spieler hat ja dann trotzdem verdient verloren gegen den Spieler, der eben besser ist. Weshalb das da nicht ganz so problematisch ist, meiner Meinung nach, als wenn wirklich ein Spieler, der vielleicht noch nicht ganz so weit ist, wie eben die Anwärter für den Sieg auf dem Turnier, dann so den Turnierverlauf ganz schön verfälscht, auf vielen Weisen. Dann ist natürlich noch dazu das Problem, dass er mit so Turnieren auch Sachen wie Geld, zukünftiges Seeding, Ranking oder sogar Sponsoring-Verträge zusammenhängen. Also du wirst natürlich, wenn du jemanden auf 0 trackst, zweimal und dann den dritten Stock irgendwie durchbekommst, keinen Sponsoring-Vertrag bekommen, auch wenn du es dreimal machst, nicht. Aber du wirst vielleicht jemand anderen um seinen Sponsoring-Vertrag bringen. Du hast natürlich einen Einfluss auf die Preisgeldverteilung. Um Smash geht es meistens nicht um derartig viel Geld, dass das großartig fatal ist. Aber das muss man auch bedenken, wenn man sagt, ja, aber Hero macht durchaus Spaß, dass man diese Faktoren eben bei einem Ruleset auch mit im Hinterkopf behalten muss, auch wenn es vielleicht ein 50-Euro-Pot ist oder so. Geht trotzdem um 50 Euro, die an sich durch einen Wettbewerb verteilt werden sollen. Das darf man immer nicht vergessen. Also ich denke, Hero kann im Turnierverlauf schaden, kann vor allem der Turniererfahrung von einzelnen Spielern stark schaden, kann den Wettbewerb stark verfälschen und macht einfach in so vielen Aspekten Competitive Smash in dem Sinn kaputt. Weil eben Smash immer so eine Sache ist, du lernst die Grundlagen relativ einfach und dann geht's immer vom Hundertstel ins Tausendstel, ins Zehntausendstel, weil du immer, du fängst halt an, du lernst erstmal, okay, meine Forward Air ist ganz gut im Neutral, dann verstehst du, warum die ganz gut ist, dann verstehst du, wie du Mix-Ups machen musst, dann merkst du, dass deine Aerials nur gut sind gegen bestimmte Sachen, wenn du sie spaced. Dann merkst du, dass dein Gegner dir das Spicing versauen kann, dann wirst du besser dagegen. Und es werden quasi immer kleinere Details, die dann den Unterschied machen. Und wenn das funktioniert halt nicht mehr, wenn du so große Zufallsfaktoren hast. Ich will nicht sagen, dass Peach oder Game & Watch oder Luigi cool sind mit ihren Zufallssachen, aber die richten einfach nicht so viel Schaden in einem Turnier an. Weil ein Peach-Spieler wird vielleicht mal ein Game holen mit Turnip Luck. Mit ganz viel Glück vielleicht ein Set. Aber ein Hero wird regelmäßig Sets mit Glück holen. Ein Game Watch nimmt dir vielleicht einen Stock mit einem Hammer oder zwei. Aber ein Game Watch wird kein Set dadurch gewinnen, dass er den Hammer hittet. Ein Hero gewinnt auch kein Set dadurch, dass der Downbeam mächt. Aber ein Hero, wenn er spielt, kann halt in jeder Situation wesentlich leichter davonkommen, wenn er Glück hat, muss zum Beispiel nicht Two-Frame können oder nicht Edgeguarden, wenn er Magic Burst bekommt, muss nicht gut recovern können, wenn er Zoom bekommt, muss nicht gut gegen dein Projektil-Setup, was du jahrelang geübt hast, ankommen, wenn er Bounce bekommt und so weiter. Also ich denke, dass Hero einfach in zu vielen Situationen eine Glückssituation verursacht und deswegen, ich würde fast behaupten, 50-70% der ausgeglichenen Matches, also wenn die Spieler auf einem Level sind, durch RNG entschieden werden. Ist eine reine Schätzung, ich habe keine Fakten, um das zu belegen. Dafür habe ich mich nicht genug damit beschäftigt, das hat glaube ich auch niemand. Aber ich würde behaupten, das sind wirklich sehr, sehr viele Spieler. Und das ist meiner Meinung nach ein großes Problem und hat im Competitive Smash nicht viel verloren. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren, auch wenn ihr jetzt der komplett gegenteiligen Meinung seid. Würde mich trotzdem natürlich interessieren, warum man das anders sieht zum Beispiel. Oder wenn ihr mir zustimmt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne sagen.
Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, was ich euch hier so erzählt habe, dann unterstützt mich doch mit einem Like, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielleicht wollt ihr mir auch auf Twitter folgen oder so. Kann man ja machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.